Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part. Ja, wir waren ja gerade bei diesem Boss hängen geblieben im ersten und da werden wir es auch direkt wieder ansetzen. Das heißt, wir gehen direkt mal wieder in die Küche rein. Und dann erwartet uns dieses Monster von Boss auch direkt. Ich habe da ehrlich gesagt null Lust eigentlich gegen den zu kämpfen, weil der mich gleich so wieder wegmachen wird. Nein, der springt doch länger, der springt doch länger. Wirst doch was, wenn du nach hinten gehst. Alter, als ob. Ich kann hier überall drauf. Gut. Alter, der macht mich schon wieder weg. Der macht mich schon wieder weg. Ich will eigentlich gegen den gar nicht in den. Na, kann er es nicht kaputt? Ich weiß gar nicht, mache ich dem so überhaupt Schaden? Was ist hier drin? Was ist hier drin? Was ist hier drin? Ah, nein, Hippot! Trink ihn! Och. Ich mache dem so auf jeden Fall ein bisschen Schaden, weil ich will ehrlich gesagt gegen den gar nicht in den Nahkampf. Och nein! Oh, ich habe die Bomben schon wieder nicht benutzt. Ah, ich habe nicht an die Bomben gedacht. Gut, diesmal, komm, wir machen jetzt, wir machen jetzt. Ich weiß jetzt, dass das auch Schaden macht, die elektrisierenden Teile hier, die ich werfe. Wir schaffen das. Gut. Wir sind schon so weit gekommen, meiner Meinung nach. Ah, ja. Als ob. Och. Komm. Ich bräuchte volles Leben. Ich habe keine Healpots. Ich kann mich ja nicht einfach so heilen. Ich müsste theoretisch mit vollem Leben spawnen. Das tue ich halt nicht. Ich muss ziemlich schnell nach hinten durchkommen mit dem zusammen. Ohne was von dem abzukriegen. Weil ist hier irgendwo was. Ja, das hätte man mir auch vorher sagen können, dass ich die öffnen kann. Da steht nichts von Klick zum Öffnen. Und das ist jetzt ein bisschen erbärmlich. Hier haben wir wieder den nächsten Brief von Nikola Tesla. Wer den lesen möchte, kann kurz pausieren und wir machen jetzt nicht direkt mit dem Kampf weiter. Gut, aber so können wir es vielleicht auch schaffen, wenn ich direkt mehr als einen Schlag aushalte. Ja, komm, jetzt aggressiv. Ah, ich wusste es! Ich wusste, dass der was werfen wird. Dieses kleine. Good, you pass. At first I was just your arm that was modified. Now you're bla bla bla. Geil! Was kriege ich jetzt? Stand da, ich weiß, ich habe nicht gelesen. Hallo, ich habe die Truhe doch geöffnet. Achso, ist der jetzt stärker oder was? Warum wurde jetzt rausgezoomt? Habe ich was verpasst? Erstmal wieder ein bisschen Energie. Aber tatsächlich, kann ich jetzt was machen? Also, wo muss ich jetzt hin? Ich muss doch jetzt nicht nur einfach wieder raus, oder? Also, erstmal holen wir uns hier oben das Zielteil auf jeden Fall noch. Den haben wir ja noch nicht geholt. Haben wir nicht wieder volles Leben. Und dann, ja, müssen wir hier irgendwo weiterkommen. Hier geht's nicht weiter. Das Spiel hat jetzt einfach mal rausgezoomt, vielleicht einfach nur für bessere Sicht, wer weiß das schon so genau. Ich hätte mal lesen sollen, was da steht. Ah. Das ist Kacke, aber ich sehe hier auf jeden Fall keinen Weg, an dem ich weiterkommen würde. Naja, wir gehen einfach mal in die große Halle zurück, würde ich behaupten. Ein anderer Weg ist da wohl gerade nicht ersichtlich. Ja, ich gucke jetzt wohl einfach nur weiter.
Wieso war ich jetzt wieder mit so wenig Leben draußen? Das ist doch jetzt kacke. Ich habe gerade extra noch alles an Leben eingesammelt. Geh sterben. Geh sterben. Ich brauche Energie, 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 Energie. Ja, so machst du das schön. Das hast du doch drauf. Dann gucken wir mal. So. Double Jump Boost. Ah, ich kann jetzt Double Jumpen. Oh, nice. Let's go check out the thing about the library. Ah, ich will eigentlich noch da drüben. Ah, okay. Nach da drüben will ich jetzt kommen. Ich will dahin. Okay, alles cool. So, was haben wir hier? Wir haben wieder ein paar Teile. Bum, 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 bum. Mehr Energie. Da komme ich nicht in die Stadt. Gut. Schauen wir jetzt mal. Hier noch über diese Bilder. Das müsste der echte Tesla sein, tatsächlich. Nee, ich will nicht S drücken, ich will gucken, was hier drin ist. Was ist denn das? Ah, ich habe eine Bombe. Neue. Sammelt auf. So. Oh, zwei neue. Gut, aber hier geht es gerade nicht höher. Da ist die Plattform jetzt. Wo ging es denn jetzt genau hoch? Nein! Falsche Taste, falsche Taste, falsche Taste. Okay. Entspannt, alles gerettet. Gehe ich jetzt in die richtige Richtung? Wo war. Achso, doch, das hieß über der Library, ne? Also muss ich zurück. Alter, der nervt mich ganz schön. Das ist nicht der einzige Weg zurück. Warte mal. Ja, wir holen uns noch mal ein bisschen Energie. Und stunnen wir den gleich. Als ob. Als fucking ob. Einmal haben wir ihn down. Down heißt Ruhe. Habe ich dem Ding da nicht vorhin Energie gegeben gehabt? Eieieiei. Okay. Aber wir sind ja eh nur auf dem Rückweg. Ja, ich meine, es war in der Library, was da stand, oder? Ja, auch das mit dem Glockenturm. Das heißt, jetzt können wir wohl da hinkommen. Erstmal hier ein bisschen Energie dafür. Also steht hier einmal ein Minus vor und einmal eigentlich nicht. Das ist nur die Textlänge und das ist dementsprechend nur ein Strich vermutlich. Da gehe ich jetzt einfach von aus. Ich kaufe jetzt mal nichts. Gut. Wie kriege ich denn den jetzt runter? Potion? Wie kriege ich den runter? Ah, komme ich mit dem Doppelsprung erstmal dahin?
Nein! Ich will da hoch. Ja, easy. Nein. Okay. Ich kann damit tatsächlich absolut nichts anfangen, weil ich bin zwar jetzt hier oben, aber ich schaff's da nicht hoch zu springen. Nee, komm. Mach keinen Scheiß. Ach komm. Mach doch nicht sowas mit mir, Spiel. Wieso kann ich da nicht einfach dran springen? Ich muss ja dann theoretisch irgendwie drauf springen. So, dafür bräuchte ich aber mega viel Schwung. Ich kann auch tatsächlich jetzt hier dran. Wartet mal. Okay, okay, so ging es. Okay, ich war einfach auf der falschen Seite. Es ist nur ein Portal, wo ich wohl durchkomme. Gut, da ich das jetzt weiß, geht's hier weiter. So, was sagt uns das Spiel denn jetzt? 2, 9 o'clock. Okay, das wird irgendwas mit den Texttafeln jetzt gleich zu tun haben. Ich weiß jetzt noch nicht, welche Tafel eventuell was hier zugeschrieben ist. Oh nein, ich brauche die richtige Reihenfolge oder was? Eins, zwei. Aber ich weiß nicht, welche Tafel zu was gehört, so theoretisch gesehen jetzt mal. Das ist denke ich auch noch einer der. Nee, der ist nicht mehr aktiv. Ach so, warte mal. One ist das erste, das zweite. Okay, warte mal. Das dritte, das vierte. Das ist einfach die Reihenfolge der Tafel. Jetzt ist Mitternacht. The clock strikes, calling you to me. 3 o'clock, you will see. The clock, you will see. Nine o'clock. The day's begun. Ach, Kacke. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo was die genau hinaus wollen. Das ist ein gewisses Problem. Ja, ich muss hier mal kurz raus. Kacke. Ach, komm schon. Wollte mich eigentlich verarschen. Die Plattform macht es mir jetzt auf jeden Fall einfacher, da hochzukommen. Ich weiß halt nicht, worauf die mit dem Rätsel hinaus wollen. Ich weiß auch nicht, was hier wem zugeordnet ist. Selbst wenn. Boah. Erstens, erste. 6 o'clock. The day's begun. Zweite. 9 o'clock. Ist der Buh. Dritte. 3 o'clock. We'll see.
Viertel Mitternacht. The clock strikes calling you to me. Ja, danke für den Tipp. Das habe ich schon verstanden. Die Stelle habe ich gelesen. Ich kann aber jetzt gerade tatsächlich einfach nichts anfangen. Das hier kann ich auf jeden Fall nicht aktivieren. Selbst wenn, weiß ich nicht, was hier welchem Ding zuordnet. Ich muss theoretisch die richtige Reihenfolge haben. Für irgendwas von irgendwas. Und die kenne ich halt nicht. So. Das heißt, ich hänge hier aktuell fest. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade einfach doof anstelle oder ob ich irgendwas absolut übersehe. Wartet mal. Six o'clock. Da ist ja, wenn man sich das sozusagen mal vorstellt, hier sozusagen 12. Also wie das Rumgehen der Uhr, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, könnte ich das natürlich mal ausprobieren. So, ja, warte mal ganz kurz. Also oben die 12, dann seitlich die 3, unten die 6 und die 9 sozusagen links. Das heißt, wenn das erste sagt, 6 o'clock, ist das hier. Das zweite sagt, 9 o'clock, wäre das da. Das. Dann kommt 3 o'clock. Ich glaube, ich hab's. Okay. Ja, ja, ja. Nice! Alter, sag nicht, das geht jetzt auf Zeit. Sowas kann ich gar nicht ausstehen. Sowas kann ich echt... Sorry, aber sowas kann ich gar nicht ausstehen. Dinge auf Zeit kann ich nicht. Dinge auf Zeit kann ich nicht. Ich bin kacke in Dingen auf Zeit. Ich bin kacken. We don't have. Stirb doch jetzt! Scheiße. You have died. Okay, Dinge auf Zeit ist jetzt kein Scheiß. Kann ich nicht. Absolut nicht. Ich kann sowas nicht. Sag nicht, ich bin jetzt schneller als die scheiß Plattform. Nein, nein, nein! Wo starte ich neu? Na super, das ist ein Kack-Spawn-Punkt. Ja. Ich habe es da gerade leider absolut... Alter, als ob ich da einfach reingesprungen bin. Okay, diesmal war ich zu schnell anstatt zu lahmarschig. Ah, das ist ja noch schlimmer. Okay, ich nehme alles zurück. Das war erbärmlich. Das war erbärmlich. Und, oh, ich hasse Dinge auf Zeit, ne? Besonders da ja auch noch wichtig ist, je nachdem, wie schnell er rennen soll, wo meine Maus gerade ist. Also wie gesagt, wer kurz lesen will, macht bitte kurz Pause. Und... ich kümmere mich jetzt darum. Ich muss kurz warten. Und jetzt schnell sein. Alter, die Plattform kommt nicht wieder runter. Jetzt bin ich am Arsch. Och nee! Oh, das regt mich gerade auf. Ich kann sowas nicht. Ich bin mega schlecht in Dingen auf Zeit.
Alter, besonders wenn ich auch noch rumbugge. Ach. Warum muss sowas jetzt kommen? Alter! Diese Treppe, ne? Warum geht der auch zum Anfang so lahmarschig? Weil ich die Maus direkt drüber habe, glaube ich, ne? Es ist mega nervig. Bitte hab hier mal einen Checkpoint. Bitte hab hier jetzt einen Checkpoint. Okay, bitte, dass da ein Checkpoint war. Ach, danke. Wenigstens das. Alter, das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht deren Ernst. Wie soll ich das denn jemals schaffen? Gut, das war jetzt auf jeden Fall zeitlich deutlich schneller. Muss ich zugeben. Geh an, geh an, geh an, geh an. Lol. Was muss ich machen? Hä? Ich war so kurz vom Ziel, dieses Scheißspiel. Ich war so kurz vom Ziel, ne? Okay, das Ziel, was muss ich... Ach so, lol. Sag mir nicht, das fette Ding muss ich einfach nur anmachen. Lol, das ist nicht dein Ernst. Als ob ich nur das Ding anmachen müsste. Alter. Gut. Jetzt mache ich das noch an, dann kommt das runter vermutlich. Sehr schön, genauso wie ich mir das erdacht hatte. So, und jetzt haben wir hier ganz viele Dinge zu öffnen. Ihr könnt das Prinzip kurz Pause machen. History is always written by bla 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 und so weiter. Gucken, wie viele Texte wir hier noch kriegen. Edison Wren is shortly after the greatest, bla 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 bla. So, das hat glaube ich jeder verstanden, dass ihr die Texte selbst lesen sollt. So, kommen wir mal weiter. Deutsche Texte lese ich auch gerne vor. Who was born? A bastard child. Okay, ja, schön, schön, dass wir das als Anfang lesen. People come and bla 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 bla. So, gehen wir aber mal hier hoch. Sammeln uns ein bisschen Energie zusammen. That she should tell the truth. Blah, blah, blah. The present is theirs. Ja, gut. Das gebe ich scheint in eine Zeitmaschine. Eventuell. Wo, Alter, das ist nicht deren Ernst. Wann und wie soll ich den jemals besiegen? Took you long enough. It's where you get this far, but there's one final test still. Ich will ihn nicht besiegen. Ich will, also doch, ja, will ich, aber ich will gar nicht gegen ihn kämpfen. Komm, hier fällt jetzt ein Kronleuchter runter und tötet den, oder? Oder? Scheiße, tut's nicht. Alter, was soll ich gegen den machen? Jetzt kein Scheiß. Was soll ich gegen den machen? Jetzt habe ich natürlich schon den Trank getrunken. Scheiße. Der kann mir hier oben mich wenigstens sicher, da kann er mir nichts. So viel habe ich gelernt. Alter. Muss ich was mit den Kugeln machen?
Der ist auf jeden Fall viel lahmarschiger als ich. Gut, ich kann schon mal nichts mit den Kugeln machen, wie es scheint, oder? Nee, kann ich nicht. Gut, was muss ich dann machen? Was muss ich machen? Kann ich den jetzt wirklich nur schlagen und Bomben werfen, oder? Alter. Ich würde mal sagen, hier gehen gerade ein paar Bomben drauf. Aber ich habe mir zumindest schon mal Schaden gemacht. Ich kann ja mit dem Ding halt gar nichts, ne? Was kann ich gegen den machen? Abgesehen von außer Bomben macht er mir ja gar nichts, was ich mache. Gut, ich muss immer seine Attacken abwarten und kann dann was machen. Normalerweise habe ich jetzt natürlich keinen Pot mehr. Und bin voll in seine Attacke gelaufen. Aber hier oben macht er mir ja theoretisch nichts. Aber macht seinen doofen Angriff. Ich frage mich, ob der irgendwann noch was anderes macht. Ha, Loser. Ganz kurz, mit dem Haken kann ich mir echt nichts tun, irgendwie. Wie es aussieht, kann ich dem aber mit dem elektrischen Haken irgendwie nichts. Muss ich ja aber, also ich kann ja meine Elektrizität auffüllen, das würde ja sonst keinen Sinn machen. Gut, sobald er aufsteht, bin ich am Arsch. Gut, ich kann ja auf jeden Fall meinen Hook an diesen, meinen elektrischen an diesen Teilen hier aufladen. Ich habe rausgefunden, wenn ich ihn damit, aua, schlage. Ist schon mal ganz angenehm, dass der irgendwie zu Boden geht. Aber er hat noch so viel Leben und ich habe so wenig. Ich habe auch vorhin dooferweise den Potter direkt getrunken. Also das ist halt so eine safe Methode. Tatsächlich will er mich angreifen, wenn ich hier rumbaumel. Kann er aber nicht. Also tatsächlich bin ich dabei ziemlich... Alter. Ja, und jetzt bin ich dabei auch tatsächlich dann ziemlich tot. Weil ich nicht mehr hochkam. Gut, das kann sich jetzt tatsächlich ein bisschen in die Länge ziehen. Wow. Komm, komm runter. Greif mich an. Ich mach dem so keinen Schaden, ne? Ist aber toll, dass meine Bomben auch weg sind. Und jetzt habe ich den Hook. Hier oben erwischt er mich doch auch nicht, oder? Nee, tut er nicht. Ich will ihn tatsächlich jetzt aber auch nicht versuchen, zu oft zu treffen und es dann verkacken.
Weil da jetzt sterben wir durch. Komm, greif an. Bin ich jetzt weit genug unten für einen Angriff? Okay, das war jetzt doof. Oh lol, ich sehe jetzt erst die Teile an seinen Beinen. Aber wann aktiviere ich die wie? Also jetzt sind sie aktiviert. Bevor ich sterbe, hole ich mir jetzt tatsächlich auch den Trank, weil ich nicht weiß, wie viel der auffüllt. Macht den natürlich nicht voll. Das Ding haben wir ja vorhin schon gelesen. Ich habe 10 von 15. Jetzt renn, renn, du bist schneller als er. Ich brauche Energie. Und wenn er jetzt versucht, mich anzugreifen, kann ich eigentlich safe runter. Eigentlich sind hier super Stellen. Nein, 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 nein. Oh, sag mir bis nicht, dass er mich hier ergriff. Ah, okay. Tatsächlich nur unten auf der Höhe. Wie er sich mit umdreht. Komm jetzt noch die andere Seite. Und er geht zu Boden. Oh, ich muss ihn aber mit dem Teil hauen, wie es scheint. Gut, wir haben jetzt in etwa beide halbes Leben. Ich habe mein Teil schon verbraucht. Fette Problem, würde ich mal so bezeichnen. Jei, jei. Ah, mehr laden, mehr laden, mehr laden, mehr laden. Voll geladen. Hat er mich jetzt getroffen oder nicht? Das wäre ja verarsche, weil er hat mich nicht getroffen. Komm, 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 komm. Greif an. Wir machen das jetzt ganz auf Nummer sicher. So, damit sind die beiden an. Jetzt noch auf der anderen Seite. Dann zwei oder drei Schläge muss ich noch rausfinden, ob drei gehen. Eins, zwei, drei, drei und dann kann ich sicher weg. Vielleicht noch einen vierten, aber ich bin halt ziemlich sicher. Oh. Gut, er steht wohl gar nicht mehr auf mit so wenig Leben. Okay, er steht doch noch auf. Ich dachte kurz, er macht jetzt einen Angriff nach oben. Okay, okay, welchen Hook habe ich? Den falschen. Ich brauche den, der ihn fertig macht. Ja, komm. Eins, zwei, drei, vier. Okay, ich schaffe vier Stück, wenn ich es schnell hinkriege mit den Hooks. So, jetzt den Hook wieder wechseln. Und noch ganz dahinten. Ja. So. Komm, greif mich an. Gut, der Fall ist auf jeden Fall doch ganz gut machbar. So viel haben wir schon mal rausgefunden. Halt einfach, weil ich mich hier easy drunter hängen kann und er mich nicht treffen kann, wenn ich es richtig anstelle. Das ist halt so ein bisschen der Assi-Move dabei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, oh, okay. Wir können es auch mutig machen. Wir können es auch mutig machen. Zack. Ah, habe ich schon wieder einen aktiviert. Weil nix kannst du. Nix kannst du. Nein, wechsel den Hook.
Komm, kann ich den jetzt einfach tot machen? Okay, wir hören jetzt auf damit. Was? Was? Ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Nice. Easy. Fast erster Anlauf. Yes, finally. You did it. Nice. Ich finde, das haben wir 1A gemacht. After Countless. Countless. Okay, da ist jetzt schon wieder weg. Oder sagt ihm, muss ich jetzt auch noch die Welt retten, oder was? Nee, das Spiel ist in 1,5 Stunden durch. What? Ey, mir wurden 1,5 Stunden Spielspaß versprochen. Und cool. Das war jetzt gerade mal eine. Und ich habe viel verkackt. Oh, schade. Das Spiel hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich musste tatsächlich so ein bisschen mit der Steuerung warm werden, weil die mir nicht direkt von Anfang unbedingt wie auf den Leib geschnitten gepasst hat. Also es war nicht unbedingt wirklich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat sich aber dann doch ziemlich schnell daran gewöhnt. Und das Spiel macht dann doch schon Laune. Für 1,99 würde ich mir ein bisschen länger, wäre natürlich schon ganz cool, so an sich. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt durch und ein zweiter Teil oder halt ein längeres Spiel könnte ich mir tatsächlich vorstellen zu spielen. Es hat auf jeden Fall Laune gemacht. Ich würde sagen, schaut euch das Spiel einfach mal selbst an, wenn es euch gefallen hat. In Options können wir tatsächlich nicht viel einstellen. Credits haben wir ja gerade gesehen. Credits verlassen, continue, fortfahren. Und kann ich überhaupt fortfahren? Das können wir ja mal kurz testen. Ja, kann ich. Ich könnte jetzt also tatsächlich dann noch die restlichen Seiten suchen. Vielleicht sind draußen auch noch welche oder so. Wer weiß. Auf jeden Fall, es macht da doch tatsächlich ganz schön Laune. Ja, man merkt, glaube ich, dass ich auch langsam mit der Steuerung ein bisschen wärmer geworden bin als noch zu Beginn. So war es natürlich immer noch verkacke. Aber man kann ja nicht alles schaffen. Am Ende, wir müssen es einfach nochmal tun. Der You Have Died Screen muss nochmal kommen. Der kam ein paar Mal häufig. Gut. Wie gesagt, schaut euch das Spiel einfach mal selbst an. Ich würde sagen, das war's dann jetzt soweit. Und ich hatte gerade ganz kurz eine Sorge, weil ich Record the Time gerade nicht gesehen hatte. Ja, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ciao.